Schrumpf ist ein Unternehmen mit einer über 90-jährigen Geschichte. 1923 erwirbt der Kaufmann Christian Trumpf die mechanische Werkstätte Julius Geiger in Stuttgart. Deren Produkt sind biegsame Wellen, mit denen Bohrer und andere Werkzeuge angetrieben werden. Innerhalb kürzester Zeit wächst das Unternehmen und bezieht bald neue Fertigungsstätten im Stuttgarter Vorort Weilendorf. Auch das Produktprogramm erweitert sich rasch. Zunächst um motorbetriebene Handscheren zum Schneiden von Blechen. Und ab 1947 stellt Trumpf stationäre Aushausscheren her, die Vorläufer heutiger Stanzmaschinen. Auch beim Marketing ist Trumpf schon damals seiner Zeit voraus. Nicht nur auf internationalen Messen zeigt Trumpf seine Maschinen, sondern geht mit einem mobilen Vorführsystem zu den Kunden vor Ort. 1950 beginnt für Trumpf eine Ära. Der junge Berthold Leibinger startet eine Ausbildung im Unternehmen seines Patenonkels Christian Trumpf. Auch während seines anschließenden Studiums bleibt er in Kontakt mit Trumpf und schreibt dort schließlich seine Diplomarbeit. Thema? Die Verbesserung des Schneideprozesses bei Aushausscheren. Dahinter verbirgt sich eine echte Innovation. Die Koordinatenführung kommt bald auf allen Trumpf-Werkzeugmaschinen zum Einsatz und ist der erste Schritt hin zur numerischen Steuerung. 1961 wird Berthold Leibinger Leiter der Konstruktionsabteilung bei Trumpf. Mit ihm beginnt der Siegeszug der numerischen Steuerung. Die Trumatic 20 ist die erste vollautomatische Blechbearbeitungsmaschine. Mit wachsendem Erfolg platzt der Standort Weilendorf aus allen Nähten. Trumpf verlegt 1972 seine Zentrale ins benachbarte Ditzingen. Berthold Leibinger wird 1978 Vorsitzender der Geschäftsführung. Von einer Reise durch die USA bringt er im gleichen Jahr einen CO2-Laser mit nach Deutschland. Fasziniert vom Phänomen Laser steigt Trumpf bereits ein Jahr später in die Lasertechnik ein und stellt die erste kombinierte Stanzlasermaschine vor. Als Strahlquellen dienen zunächst CO2-Laser aus den USA. Doch deren Qualität reicht Trumpf nicht. Deshalb beginnt das Unternehmen bald mit der eigenen Laserentwicklung und präsentiert sich 1985 erstmals selbst als Laserhersteller. Seither hat sich Trumpf zum weltweit führenden Hersteller von Lasern für die Materialbearbeitung entwickelt. Weiteres Know-how sichert sich das Unternehmen in den 90er Jahren durch die Übernahme von Haas Laser in Schramberg und Hüttinger Elektronik in Freiburg. Nach mehr als 40 Jahren in der Geschäftsleitung übergibt Berthold Leibinger 2005 die Führung an die nächste Familiengeneration. Nikola Leibinger-Kammmüller wird Vorsitzende der Geschäftsführung. Die neue Führungsmannschaft steht bald vor der größten Herausforderung in der Geschichte des Familienunternehmens. Nach der weltweiten Wirtschaftskrise 2008 verliert Trumpf fast die Hälfte seines Umsatzes. Dank innovativer Produkte, moderner Arbeitszeitmodelle und durch einen Kraftakt von Beschäftigten und Eigentümern überwindet Trumpf den Einbruch sehr schnell und praktisch ohne Entlassungen. Und auch deshalb, weil Trumpf seit den 60er Jahren in allen Boommärkten der Welt präsent ist. Jüngster Schritt? 2013 gelingt Trumpf der Kauf von JFY, einem der führenden chinesischen Werkzeugmaschinenhersteller. Heute ist Trumpf als international denkende Unternehmensgruppe mit über 10.000 Mitarbeitern weltweit zu Hause. Ein Familienunternehmen, das seinen Kunden Spitzenqualität bietet. Seit über 90 Jahren.